Moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück bei unserem Pokémon Platin Exchange. In einer Höhle am Ausgang hat Steffi uns rausgelassen, Route 211, okay. Wollen wir mal schauen, eine Menge Trainer, die wir hier bekämpfen können, mal schauen, wo wir hin sollen. Oh, Georock 28. Und Tobi wurde hier direkt eingesetzt. Mal schauen, was Drachenwut so macht. Ah, obwohl, das wäre doch ein Fall für Flora eigentlich. Walzer. Wollen wir Flora reinholen? Ja, komm, wir holen mal Flora rein. Denn Flora mit der Vierfachschwäche Georock hier natürlich ein einfaches Opfer für unsere kleine Flora. Ha, die Attacke ging sogar nicht daneben und dann kann sie einfach mit dem Megasauger hier richtig Damage rausrotzen. Go, Flora. Go, Flora. Yay, sehr effektiv, sauber. Und das dürfte schön Erfahrung geben. Tobi 154, Palimpalim 268, ach, der hat den EP-Teiler. Und 154 für Flora, war jetzt auch nicht die Welt, okay, muss ich zugeben. Elysis. Hey, halt, 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 warte, okay, ich heile mal die Pokémon, aber halt. In Elysis waren wir doch schon, hä? Wollte Steffi vielleicht zurückgehen? Das kann sein, wir schauen mal eben. Wahrscheinlich wollte Steffi nur zurückgehen und ihre Pokémon heilen. Warte mal, das letzte Mal, als Steffi mich rausgelassen hat, waren wir hier in Elysis in den Ruinen und haben gegen den Team Rocket-Typen gekämpft. Achso, was, die alte Frau hier, ne? Bla bla bla, sie fallen Höllenreihe rein an, wenn du schon mal hier bist. Ja, genau, okay, das haben wir gemacht gehabt, meine ich. Das ist fertig. Dann müssten wir jetzt eigentlich... Ja, dann müssen wir doch jetzt durch die Höhle, Steffi. Hm? Wieso hast du uns denn da... Das verstehe ich nicht so ganz. Wir setzen uns mal aufs Fahrrad. Wir fahren jetzt mal wieder hin. Kann ich hier oben lang? Oh, haben die Gegner alle... Habt ihr gegen die alle gekämpft? Sehr schön. Okay. So, ah, hier geht's mit dem Zerschneider runter. Ne, geht aber auch nur zum Dingens. So, Steffi, wieso wolltest du denn nicht Kraterberg? Da geht's oben nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Scheiße, man braucht Stärke. Medi-Tee. Medi-Tee, so heißt er. Ja, Medi-Tee. Könnten wir einfach eine Drachenwut machen, dann ist er tot. Oh, und der darf auch noch vor mir. Wie langsam ist Tobi denn, ey, wenn Level 16er schneller ist als er? Oh, nee, ehrlich jetzt? Komm, mach, geht doch. Zack, sehr schön. 104 Erfahrung. Palimpalim hält auch 104 Erfahrung. Hier geht's also nicht weiter, Leute. Ah, ich habe gerade gesehen, wir haben wieder X-Bad im Team. Hat Goro sich dazu entschieden, Skorgler wieder wegzulegen. Sehr gut. Pokémon. So, wir haben den Team Rocket-Typen besiegt. In der Stadt hier hinten waren wir noch nicht. Ich denke mal, wir müssen jetzt hier hin und dann müssen wir nachher hier oben hin und mit Surfer hier rüber. Hier ganz oben waren wir auch noch nicht. Da kommen wir jetzt aber auch nicht weiter, weil ich komme hier durch den Kraterberg, komme ich nicht. Oder habe ich was übersehen? Lass mich mal eben schauen. Warte mal, wir gehen mal eben nach Weideburg. Hier darf ich leider nicht hin. Jetzt bin ich verwirrt. Wir fliegen nach Weideburg, Leute. Und schauen mal, ob wir dann vielleicht jetzt dort in die andere Richtung weiterkommen. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Sorry. Es liegt halt daran, dass ich Pokémon Platin halt noch nie gespielt habe. Ach shit, hier muss ich durch. Kein Pokémon, sehr schön. So, hier am Strand, da vorne mit Zertrümmerer kann man immer noch dieses eine Item holen. Müssen wir mal machen irgendwann. Ja, hier, guck mal, mit Surfer können wir hier auch nachher noch surfen und alles. Das müssen wir auch noch alles machen. Also wir brauchen, irgendwann brauchen wir doch auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Das ist einfach so. Schade, dass wir keins haben. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand, obwohl doch, Goro hatte ja mal, kommen wir hier jetzt weiter? Stopp, stopp, stopp. Scheiße. Aber VM-Stärke habe ich auch noch nicht, oder? Wir haben den Zertrümmerer, Zerschneider, Auflockern, Surfer und Fliegen. Okay, ich denke mal, wir müssen irgendwas mit Surfer jetzt machen. Shit.
Okay, wir brauchen ein Wasser-Pokémon. Wir könnten probieren, ein Wasser-Pokémon zu fangen, was Surfer erlernen kann. Einfach nur, ja. Hier vorne würde man dann langkommen, zum Beispiel. Das ist ja... Ich glaube, wir brauchen das wirklich, Leute. Beutel. Karte, Angel. Profi-Angel, da ist sie doch. Ja, ich glaube, Goro wollte eigentlich seine Aquana holen, ne? Ich glaube, ja. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Karpador. Ja, das ist natürlich total sinnlos. Level 18er Karpador. Dem geben wir einfach ein Ding ins mit, eine Drachenwut. Dann kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Erfahrung dafür, dass wir das gemacht haben. So, obwohl Karpador wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung gibt. Hä, 25, das ist ja lächerlich. Das spare ich mir nächstes Mal. So, und jetzt muss ich jedes Mal wieder so machen. Es sei denn, ich pack die auf Y. Zu schnell, was? Okay, komm her, registrieren, so. Es beißt nichts an. Zu schnell eingezogen. Oh, Angel, was ist denn los hier? Gute alte Profi-Angel. Da beißt nichts an. Komm, erzähl mir nicht, dass hier nichts beißt. Zu schnell eingezogen. So, okay, wir haben Pokémon geangelt. Komm schon, etwas anderes als Karpador. Ey, komm, ehrlich. Ah, Flucht. Kann man hier überhaupt was anderes als Karpador angeln? Scheiße. Leute, wir brauchen irgendwas, was surfen kann. Ein Enton. Ein Enton könnte ich fangen. Wo war... Warte mal, ich muss mich erinnern. Okay, mal gucken, was wir jetzt haben. Mal gucken, was wir jetzt haben. Ich wüsste sonst, wo wir Enton, glaube ich, fangen können. Schon wieder Karpador. Karpador, Karpador. Als Maulkarpador. So, machen wir noch einen Versuch, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Ah, ich wollte auch noch Tränke kaufen. Weil wir haben echt nicht mehr so viele Tränke, leider. Das ist echt ätzend. Tränke, Bälle, weiß ich gar nicht, ob wir Bälle noch brauchen. Da haben wir wieder was an der Leine gehabt, ne? Ah, hier gibt es, glaube ich, nur Karpador. Oh, Karpador Level 19. Obwohl, warte mal, das wäre auch geil. Warte, 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 wir probieren mal was. Bitte nicht sterben. Ah, oh, schade, ein Volltreffer. Ey, so ein Karpador Level 19 fangen schnell und dann zu Gyarados entwickeln, dann gucken die anderen aber richtig verwirrt. Das wäre so geil. Dann kommen die anderen so und auf einmal hat Granson und Gyarados so, what? Okay, komm. Level 18. Level 18, das wird aber schwer, den so schnell hochzuleveln, glaube ich. Aber bin mir nicht sicher. Ja, jetzt bin ich mir halt nicht sicher mit den Attacken. Tobi ist halt schon mit. Warte, wir machen Sandsturm. Ein Sandsturm kommt auf. So, wie viel macht er? Boah, richtig wenig. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich den Schlitzer halt benutze. Palimpalim wäre der nächstschwächere. Ich glaube, der kann irgend so eine Geistattacke, die richtig wenig Schaden macht. Ja, Level 18, schaffe ich das jetzt noch in der Zeit? Ich bin mir nicht sicher. So, den Erstauner, den meinte ich, genau. Der macht echt wenig Schaden. Ah, siehst du, damit kann man sogar Karpador nicht töten. Teche. So, einen Erstauner machen wir noch. Okay, setz Tackle ein.
Okay, jetzt muss ich es auf jeden Fall riskieren, Bälle zu werfen. Normalen Pokéball, ganz ehrlich, das ist nur ein Carpador. Wenn ich hier so auf den Timer schaue, dann bin ich jetzt schon bei etwas über 10 Minuten. In der Zeit werde ich Carpador nicht mehr entwickelt bekommen, glaube ich. Okay, wir haben ihn auf jeden Fall. Wir haben ihn auf jeden Fall jetzt hier. Das ist gar nicht mehr so schlecht, das ist gar nicht mehr so schlecht. Komm, komm, komm. Mach hin, mach hin. Okay, okay, okay. Carpador, ja, bla bla bla. Möchtest du Carpador einen Spitznamen geben? Ja, möchte ich. Nimm das bitte jetzt nicht böse auf. Ich werde ihn jetzt einfach... Ist das... Ah, es ist ein männliches. Okay, warte. So, ich nenne ihn einfach mal... Seifo. Nichts gegen dich, Seifo. Aber du wirst zu einem mächtigen Gyarados wahrscheinlich entwickeln. Okay, er ist jetzt auf Lanas PC übertragen worden. Und, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Warte mal, was sagt der Tacho? 11 Minuten. Ich werde diese Folge, werde ich es leider nicht mehr schaffen. So, ich werde es nicht mehr schaffen, diese Folge. Dann muss ich den auf der Box gleich lassen. Ein paar Minütchen habe ich noch. Der musste auf der Box bleiben. Was war da unten? Da unten war auch irgendein Item. Da ist ein Item. Wie komme ich da denn hin? Ah, auch mit Surfer. Also wenn wir Surfer haben, können wir sehr viele neue Sachen entdecken, scheinbar. So, der Tacho sagt, es ist echt nur noch richtig wenig Zeit. Okay, Herbert, wir sind jetzt hier auf Lanas PC. Pokémon nehmen, verschwinden. Ich schaffe es, glaube ich, nicht mehr, oder? Ich muss mal gucken. Ah ne, ich muss eh erst eins ablegen, warte, shit. Ende. Pokémon bewegen. Dann packen wir den. Dein Team ist voll. Wo sind meine Team-Pokémon? Ne, den muss ich eigentlich leveln. Lagern. In Box 1. So, zurück. Ja, in mein Team soll der. Nein, nicht weiter bearbeiten. Boah, ey, ich krieg hier Blitzherpes, ne? Ganz ehrlich. Minuten. Weiß überhaupt nicht, wofür ich das jetzt noch mache. Palim, Palim. Item nehmen. Nein. Fuck. Item geben. Ah, oh, wo ist dieser EP-Teiler hier? So. Und jetzt einfach schnell noch irgendwie so ein, zwei Pokémons fertig machen. Und wenn ich den Part überziehen werde, dann tut es mir echt leid. Na, ich werde den wahrscheinlich eh überziehen. Scheiße. Das ist nicht der Weg. Oh Gott, ey, Leute. Ja, okay. Beutel. Das muss ich auch noch hier, die Profi-Angel. Das soll keiner merken. Ich hoffe, die merken es halt nicht in der Zwischenzeit jetzt. Registrieren. So. Warte, wir machen es anders. Pokémon. Batman fliegen. So. Ich würde Goro nämlich gerne doch hier wieder rauslassen, aber ich möchte Carpador nicht im Team haben. Deswegen werde ich jetzt einen Kampf machen und dann werde ich Carpador wieder auf dem PC liegen. Die anderen sollen das noch nicht merken, dass wir einen Carpador haben. Schnell. Oh nein, hier geht's wieder nicht weiter. Ach man. Ein Kampf, bitte, ein Kampf. Ich weiß, dass Seifo sich da auf jeden Fall nicht entwickeln wird in der Zwischenzeit. Aber ein Kampf sei mir vergönnt. Ein Kampf sei mir vergönnt. Los, Tobi, jetzt zweimal schnell Drachenwut regelt. Und dann muss ich abhauen. Dann muss ich schon wieder den Part beenden, Leute. Okay, sauber. Zweimal regelt wirklich. Es sei denn, er ist jetzt verwirrt und trifft sich wieder selbst. Dann tut's mir wirklich sehr leid. So, Drachenwut. Komm, bitte triff dich nicht selbst. Oh, Tobi, das ist nicht dein Ernst. Komm schon, Drachenwut.
Och Mann! Komm schon, Drachenwut. Yes, er ist nicht mehr verwirrt, sauber. So, geht doch. Bronzel wurde besiegt, Tobi hält Erfahrung, Seifu hält Erfahrung. So, okay, und jetzt muss ich dann doch schon wieder zum Pokécenter. Boah, weil ich werde ihn auf jeden Fall wieder lagern, dass keiner das merkt. Und dann heilen wir unsere Pokémon und lassen Goro einfach hier raus, sodass er denkt halt irgendwie, wow, na Mann, ja. Wow, der hat sogar die Pokémon noch für mich geheilt oder so, denkt er dann. Item nehmen, EP-Teiler, so. Item geben. EP-Teiler. So. Dann gehen wir jetzt schnell an den PC. Auf Lanas PC. Pokémon bewegen mache ich einfach. Das ist, glaube ich, das Angenehmste, ehrlich gesagt. So, dann. Lagern. Zwar irgendwo, wo die anderen das nicht sehen. Ah, so sieht man die dann wieder. Hier hinten. So, und dann. Nehmen. Sehr gut. Nein. So, wir sind fertig. Okay. So, sehr schön. Okay. Und dann stellen wir uns hier hin und lassen Goro hier raus. Sorry, dass ich überzogen habe, Leute. Sorry an euch anderen beiden. Aber ich wollte das mit Garados gerne noch geheim halten, damit ihr das noch nicht merkt. Ja, ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Alles klar, Leute, ich bin raus. Viel zu lang die Folge und schaut morgen bei Goro vorbei. Und euch noch einen schönen Tag. Haut rein.